wir scheitern, wenn wir die Stimme unseres Vaters beschreiben sollen. Was für ein Deutsch er gesprochen hat, ein gutes, ein klares, mit österreichischem Akzent, weil er es in Wien verfeinert hat, sprach er von der Grammatik her einwandfrei? War sein Wortschatz groß oder eher mickrig? Wir wissen es nicht, obwohl wir es doch wissen müssten, denn ich war 11 und meine Schwester 13. Der Chor der Schwärmerinnen, der uns früher umgab, will uns weismachen, unser Vater habe ein wunderbares, so wunderbares Deutsch gesprochen, dass es ein Gedicht gewesen sei, ihm zu lauschen. Vor allem habe er so wunderbar gesungen, dass es wiederum nicht auszuhalten gewesen sei. Wir haben uns angewöhnt zu schweigen. Schleiflack, 100 Gründe an einer Schleiflack-Bücherwand sich den Kopf einzurennen. Schleiflack-Bücherwände, in denen Werke von Uwe Jonsson, Max Frisch, James Baldwin und Albert Camus wie die lieben Soldaten aufgereiht stehen, rufen den Verwüstungstrieb auf den Plan. Eine Axt her, eine Säge her, Seiten zerrupfen. Meine Schwester, diese unentwegte Traumwandlerin, geht allerdings an Schleiflack-Bücherwänden vorüber, als wären sie das Natürlichste von der Welt, selbst wenn darin auch noch verschließbare Elemente eingepasst sind. Türchen mit Waffelmuster, Türchen mit Messingschlüsselchen, hinter denen der Cognac und dessen Schwenker, der Whisky und dessen schwere Gläser ihr diskretes Leben führen. Also auch, und zwar betont, also auch mit betonter gesellschaftlicher Bosheit, gewachsene Strukturen zu zerstören. Ja? Also das alles, wie die Leute sozusagen von Alters her oder von über Generationen zusammengelebt haben. Und die Architektur hat sich ja daran ausgerichtet. Ja? Das heißt Dorfkerne, kleinstädtische Kerne mit ihren Zentren. Das ist mutwillig, bösartig zerstört worden, um einer neuen Form der Diktatur sozusagen die Herrschaftsrechte ungehindert einzuräumen. Das ist wirklich grauenhaft. Und ich finde, an der Diktatur, an der Architektur sieht man das stärker als an allem anderen. Ja. Das ist der direkte, bösartige Ausdruck einer Gesellschaft. Ja. Weil da müssen die Leute drin wohnen. Ich habe so viele Verwandte, ich habe also Dutzende von Wohnungen gesehen. Die sind sowas von schrecklich. Und das sind nicht die Ärmsten. Ja. Meine Verwandten gehören nicht unbedingt jetzt zu den ärmsten Bevölkerungsschichten. Im Gegenteil, sind gebildete Leute in der Regel. Das heißt, also etwas, was ich durchaus in meiner Kindheit als sehr drastisch erlebt habe, das steht dahinter, der Tod meines Vaters, die Art des Todes entspricht der Realität und ich habe es tatsächlich auch mit 11 erlebt. Aber alles Weitere, der Roman ist eine Kunstform, der darüber sozusagen, wenn man das jahrzehntisch später auch schreibt, der natürlich mit verwehenden Erinnerungen, verwehenden Gefühlen zu tun hat und auch theatralisch etwas wiederbelebt, was so heute gar nicht mehr ist. Das heißt, also die Kunstform selber, die rettet etwas und tummelt aber auch etwas auf, ja, was in meinem sagen wir, üblichen Tagesleben längst nicht mehr so vorhanden ist überhaupt. Ja. Und das kann aber, die Kunst ist ja da ein Rettungs- und ein, wie soll ich sagen, auch ein Camouflage-Unternehmen. Ja. Also das ist ja die Möglichkeit der Literatur. Das sind Dinge, die mal sehr leidvoll wirklich waren, aber woanders hin transportiert. Und daraus ist was sehr, sehr anderes macht. Und ich habe auch vermieden, ich habe wirklich versucht zu vermeiden, in dem Roman so etwas herzustellen wie die Biografie des Vaters. Das heißt also so eine, also ein Betonwissen, so war der Vater. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das heißt, durch diese ganze Fahrtbewegung durch Bulgarien und den Totenkonvoi, der da auch eine Rolle spielt, ist das alles immer in Bewegung, auch die Erinnerungen. Ja? Und mit der Zeit wird der Leser auch dazu geführt, der Erzählerin nicht so ganz zu trauen. Also ich bin sicher, dass der Leser zum Beispiel ein positiveres Bild des Vaters hat letztlich beim Lesen, als hier so vorgeführt wird. Da bin ich mir relativ sicher.